wenn du meinst. Wer bist du denn? Er sieht mir schon komisch aus. Warum passiert sowas? Was raucht er da? Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Ah, das wird einer aus dem Sumpflager sein. Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Das klingt uns jetzt doch ein wenig zu suspekt. Aber haken wir mal nach. Was hätte ich davon, mich euch anzuschließen? Vielleicht bist du einer der Auserwählten, denen der Schläfer die Gabe der Magie verleiht. Oder du erreichst die höchsten Ehren und wirst zum Templer berufen. Nur die besten Kämpfer unter uns dürfen diese Position bekleiden. Wenn der Schläfer mit dir ist, kannst du sogar beides kombinieren. Die Besten unter den Templern haben nämlich auch die Gabe der Magie. Du siehst, in unserer Bruderschaft gibt es viele Möglichkeiten für dich. Überzeuge dich selbst davon, bevor du dich vorschnell für ein anderes Lager entscheidest. Ja, so ein bisschen komisch kommen die schon rüber. Aber wenn sie wirklich über Magie verfügen, dann muss ja doch was dran sein an ihrem Kult. Wer ist der Schläfer? Der Schläfer spricht zu uns durch unsere Träume und Visionen. Seit er vor 5 Jahren das erste Mal mit Iberion in Kontakt trat, hat er uns geleitet. Alle Anhänger der Bruderschaft haben dem Glauben an die 3 Götter abgeschworen. Wir bitten nur noch den Schläfer um Erlösung. Erlösung wovon? Na, von diesem gottverdammten Ort hier. Der Schläfer wird uns den Weg in die Freiheit weisen. Was hat euch der Schläfer gesagt? Er hat uns in den Sumpf geführt zu den alten Tempelruinen. Dort haben wir unser Lager errichtet. Kann schon sein, aber er hat uns die Unabhängigkeit gegeben. Keiner von uns muss mehr in den Minen schuften. Er hat uns die Wirkung des Sumpfkrauts gezeigt. Wir verkaufen es an die anderen Lager und bekommen dafür alles, was wir brauchen. Und er gab einigen von uns die Gabe der Magie. Einer alten, mächtigen Magie. Verschieden von der, die die Magier des Reiches anwenden. Wen interessiert das? Erzähl mir von der Magie des Schläfers. Diese Gabe verleiht die Fähigkeit, Dinge mit der Kraft deines Willens zu kontrollieren. Nur die Gurus unserer Bruderschaft sind in die Geheimnisse dieser Magie eingeweiht. Na gut, also es klingt zwar suspekt, aber sie scheinen mächtig zu sein. Aber natürlich wird er nur positiv von seiner eigenen Gilde sprechen, von seinem eigenen Lager. Warten wir erstmal ab, später können wir immer noch dahin gehen. So, hier sollte noch ein zweiter Händler sein. Aber hier sieht keiner irgendwie besonders aus. Hey du, ich handle mit Sumpfkraut und Tränken aus dem Sektenlager. Willst du was? Was ist Sumpfkraut? Na ja, was? Man kann es rauchen. Wirkt auf die meisten sehr entspannend. Ich höre nicht mehr auf das Gefühl. Okay, anschließend sind wir noch zwiegespalten. Also, wirklich anschließen wollen wir uns den nicht. Aber wir können ja wenigstens so tun. Vielleicht bekommen wir da irgendwas. Was hast du so gemacht? Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Ah, okay, jede Menge Sumpfkrautstängel, Dietriche, eine Karte und Tränke. Na gut, also nichts, was uns momentan wirklich interessiert oder was wir uns leisten können. Ziehen wir mal weiter. Noch mehr Hütten. Wir könnten auch versuchen, was aus den Hütten zu stehlen. Aber der da sieht aus, als wenn er aufpassen würde.
Aber wenn wir eine finden, die nicht stark bewacht ist, dann sollten wir es auf jeden Fall mal probieren. Hey, Neuer! Ich bin Mordrak. Meinen Namen solltest du dir merken. Ich kann dir gute Ware aller Art günstig verkaufen. Hm, stimmt. Die Jäger draußen haben ihn erwähnt. Gucken wir mal, was er hat. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Zähne, lauter Krimskrams, ein paar Dietriche. Na gut. Also die anderen Händler sind ein bisschen besser bestückt, aber vielleicht hat er ja bessere Preise. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändere. Aber momentan auch uninteressant. Gequatscht wird. Oh, eine Pfanne. Da können wir mal unser ganzes Fleisch braten. Denn so roh schmeckt das ja nicht wirklich. Vielleicht steht doch eine von den Hütten leer, dann könnten wir uns die schnappen. Weil einfach so eine Hütte reinlaufen und sie da hinlegen, wird bestimmt nicht gern gesehen. Also zumindest von dem eigentlichen Besitzer der Hütte. Ah, ein neues Gesicht. Was willst du? Ich will dir meine Hilfe anbieten. Du bist neu hier und Neue bekommen schnell Ärger. Mit einer kleinen Spende an mich könntest du dir einiges davon ersparen. Nur 10 Erz, Mann. Das ist nicht viel. Ah. Naja, 10 Erz scheint wirklich nicht allzu viel zu sein. Und wenn wir es nicht machen würden, würde er bestimmt dafür sorgen, dass wir Ärger bekommen. Also ja, können wir nicht wirklich was gegen machen. Hier, 10 Erz. Und du hilfst mir, wenn ich Ärger habe. Wenn ich in der Nähe bin, kannst du auf mich zählen. Du kannst mich jederzeit zwischen dem Marktplatz und dem Südtor finden. Um die anderen Bereiche kümmern sich Fletcher und Bloodwin. Na toll, also müssen wir jetzt 3 Leute bestechen. Na, wie sieht's aus? Du kannst nach wie vor auf mich zählen, Kleiner. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Erz. Der letzte Scheiß. Es wird nicht so heiß gegessen. Hier ist nichts. Der letzte Scheiß. Oh, das sieht unbewacht aus. Dumm, wir gucken uns nur kurz um. Der letzte Scheiß. Aber hier ist auch nichts drin, oder? Ah, doch, da ist eine Kiste. Ich halte mich da lieber raus. Mal kurz gucken. Ne, schaut keiner rein. Dann probieren wir nochmal. Ah, abgebrochen. Und das war unser einziger Dietrich. Ich glaube kaum, dass ich daran was der letzte. Ja. Na gut, versuchen wir uns mal hier hinzulegen. Wenn jemand kommt, können wir immer noch aufstehen. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß. Oh, wie scheint, lebt hier keiner. Sonst hätte der uns schon gestört. Also ja, dieses Rattenloch hier können wir erstmal unser eigen nennen. Und vielleicht ist in der Truhe noch irgendwas drin, was jemand vergessen hat. Aber erstmal brauchen wir die Triche. Und die Karten. Und mehr Erz und eine Rüstung und ein Stahlschwert. So, wer bist denn du? Du bist einfach nur ein Schatten. Das sind hier die Wachen. Na, wie steht's? Was genau willst du von mir? Ich will wissen, was es hier im Lager alles gibt. Frag am besten die Butler. Die haben sowieso den ganzen Tag nichts zu tun. Die Butler waren noch die Schürfer, die das Erz zutage liefern. Die werden den ganzen Tag was zu tun haben, nämlich arbeiten, im Gegensatz zu die noch rumsitzt. Wer ist hier der Boss? Diego ist unter den Schatten sowas wie der Anführer. Aber Torus entscheidet, wer zu Gomez vorgelassen wird. Den Namen Torus haben wir schon mal gehört, aber getroffen haben wir ihn nicht. Auch nicht, was seine direkte Position ist. Wo finde ich Torus? Er steht für gewöhnlich am Eingang zur Burg. Na gut, schauen wir uns da mal um, wenn wir in der Gegend sind. Der letzte. Ein Schleifstein. Hier ist aber nichts. Ah, doch, da ist eine Kiste. Aber das sieht der Typ da hinten, wenn hier was klauen. Hey, du! Ja, wir laufen ja schon raus. Du hast das mir mal nichts verloren. Ja, ich lasse deine Hütte ja schon in Ruhe. Lass mich mal vorbei. Ganz schön grumpig, der Kerl. Das
mit der Hütte hier? Hey, du! Ah, okay, wir sind schon raus. Er nimmt seine Rolle als Wache wohl ziemlich ernst, hm? Wie steht's? Du wirst es auch noch lernen. Immer wachsam bleiben. Selbst nachts. Ich habe schon seit Tagen nicht mehr richtig geschlafen. Und wer hier in der Kolonie nicht schläft, sitzt die doppelte Zeit ab. Was gibt es hier für wichtige Orte? Nun, wenn du wetten willst, geh abends in die Arena. Wenn du Sachen kaufen willst, gehst du am besten zum Marktplatz. Da kriegst du fast alles. Außer Karten. Wenn du Karten kaufen willst, geh zu Graham. Seine Hütte ist schräg gegenüber dem Burgtor. Ah, okay. Das Burgtor war da, wo Diego gesessen hatte. Wie kann ich mich diesem Lager anschließen? Ich bin nur ein Buddler. Wir haben hier gar nichts zu sagen. Du solltest mit den Gardisten oder mit den Schatten reden. Ja, so wie es hier anscheinend läuft, müssen wir nur genug Hände schmieren. Also die Schatten. Na gut. Danke für die Information. Wir schauen mal weiter. Das ist ja auch sehr cool. Wer auch immer hier wohnt, hat echtes Problem. Durchgehend tappern Leute durch seine Wohnung. Ah, können wir um die Kiste ran? Gucken wir doch mal. Ne, bräuchten wir auch einen Dietrich. Schade, schade. Du siehst mir aus wie ein Koch. Wie steht's? Nicht schlecht. Wenn man gut kochen kann, hat man viele Freunde hier. Willst du etwas von meinem Reiseintopf? Hier, nimm und lass es dir schmecken. Danke. Du könntest mir einen Gefallen tun. Ah, ich dachte schon, der erste nette Mensch hier im Lager gibt uns einfach irgendwas aus Herzensgüte. Aber nee, hat natürlich einen Haken. Was kann ich für dich tun? Du bist sicher gutes Essen gewöhnt. Ich hab da ein neues Rezept. Fleischschwanzen-Ragout à la Snaff mit Reis und Pilzen. Du kannst haben, so viel du willst. Aber ich brauche noch 3 Fleischschwanzen und einige Höllenpilze. 5 müssten reichen. Na gut. Solange wir dafür bezahlt werden, auch wenn es nur ein Essen ist, warum nicht? Hört sich gut an. Dann sieh mal zu, dass du die Sachen besorgst. Der letzte, den ich losgeschickt habe, kommt einfach nicht wieder, ist bestimmt zum neuen Lager übergelaufen. Oder von Wölfen gefressen worden. Wo finde ich Fleischschwanzen? Überall da, wo Müll rumliegt. An der Burgmauer gibt es einige verlassene Hütten, da solltest du welche finden. Lass dich von ihrem fiesen Aussehen nicht täuschen. Gekocht sind sie lecker. Wo finde ich Höllenpilze? Wenn du aus dem Südtor rausgehst, das ist der umgestürzte Turm, findest du direkt vor dir eine Ebene, auf der Pilze wachsen. Wer war der Typ, den du vor mir losgeschickt hast? Sein Name war Neck. Er war ziemlich unzufrieden hier. Ich denke, er ist jetzt im neuen Lager. Hab ihn Pilze suchen geschickt, aber er kam nicht wieder. Na gut, dann kümmern wir uns doch gleich mal darum. Wir hatten hier irgendwo Fleischschwanzen schon gesehen. Hey Mann, neu hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wenn du nichts dagegen hast, komme ich ein Stück mit. Du kannst sicher einen Freund brauchen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Komm mit. Großartig. Wir können uns ja auf dem Weg etwas unterhalten. Sag mal, wohin geht es eigentlich? Oder ist das eine Überraschung für mich? Ich mag Überraschungen. Eigentlich wollen wir uns nur umgucken und nach Fleischschwanzen suchen. Ah, eine unbewachte Hütte. Aber ob wir ihm vertrauen können, dass er uns nicht verpfeift? Bleib mal da draußen stehen, Junge. Oh. Hey, du! Ja, ja, schon gut, schon gut. Die richtige Entscheidung. Oh, wir sind wieder bei Diego. Dann muss das der Toro sein. Lass dich von mir nicht stören. Ich bleib einfach bei dir, keine Sorge. Du erinnerst mich aus dem Kerl, den ich aus Nashkel kenne.
Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Für eine entsprechende Menge? Wie viel? Nun, es müsste eine Weile dauern, das Erz zu zählen. So lange würden die Jungs am Tor und ich dann wegsehen. Sag schon, wie viel? 1000 Brocken dürften genügen. 1000 Brocken? Nun, du könntest dich Gomez-Leuten anschließen. Dann kommst du auch in die Burg. Ganz umsonst. Ja, nee, 1000 Brocken, das ist eine recht utopische Summe für uns momentan. Wenn wir für etwas Erz ausgeben wollen würden, dann erstmal für eine Rüstung. Die kostet auch schon 500. Ja, eigentlich müssen wir echt dann nur rein wegen den Feuermagiern, die da anscheinend wirklich hausen. Aber ihm jetzt zu sagen, dass wir eine Nachricht für die Feuermagier haben, wäre nicht so sinnvoll. Der nimmt da einfach seinen Zweihänder da, klopft uns kurz auf den Kopf und schon hat er die Nachricht für den Magier. Na gut, gehen wir erstmal weg. Suchen die Pilze und die Asseln. Aber wir sind jetzt einmal rumgelaufen, aber es ist ziemlich groß hier. Bis wir da mit jedem gesprochen haben, dauert das eine Weile. Aber Schritt für Schritt. Erstmal abspeichern. Und LP 002.